Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Schaut mal, was ich hier bereits habe, das Huawei Mate 10 Pro oder aber auch das Huawei Mate 10 Pro. Das Gerät wurde gerade der Weltöffentlichkeit vorgestellt und zwar hier in München in der kleinen Olympiahalle. Da unten ist man eben rausgekommen und da unten geht es dann gleich auch wieder rein, denn nicht nur das Pro wurde vorgestellt, auch ein normales Mate 10. Das kommt aber nicht zu uns nach Deutschland. Wir kriegen nur das Mate 10 Pro zu einem Preis von 800 €. Und wir gucken jetzt einmal rein. Die Box wurde eben schon geöffnet. Ich denke mal, das sind diese Pressesamples, die die vorher einmal kontrollieren. Vorne drauf Leica-Kamera und Leica und Dual-Kamera ist also wieder ein Leica-Gerät. Wir haben wieder 20 Megapixel Monochrom und 12 Megapixel Farbsensor. Der Farbsensor kommt dann auch mit OIS. Ansonsten gibt es da nicht wirklich viele Infos. Jedoch, eine ist neu, das hat man eben auch in der Präsentation auch gesagt. TÜV Rheinland Certified, und zwar das Fast-Charging-System von Huawei. Da haben die echt mit dem TÜV das überprüfen lassen und können sich damit jetzt rühmen. Wir sind die Ersten, die das von einem Smartphone-Hersteller gemacht haben. So, wir gucken einmal rein und ich habe Mocha Brown, nennt sich diese Farbe. Die gibt es bei uns in Deutschland anscheinend erstmal nur exklusiv bei Vodafone. Es gibt noch Titanium Grey und eine blaue Version. Aber ich glaube, eine blaue hat man hier noch gar nicht gesehen. Da sitzen wir noch ein bisschen hinterher beim Produzieren. Huawei Design steht daneben. Es gibt auch noch eine Porsche Design Edition. Die ist dann noch mal ein bisschen noch mal mehr powerfuler. Und naja, Porsche Design halt. shiny, shiny. So, wir gucken, was sonst noch in der Verpackung übrig gelassen wurde. Wir haben auf der einen Seite, ihr seht es, Kopfhörer, Adapter, Strom. Hier drin ist wieder in weiß gehalten, das kennen wir inzwischen von Huawei. Wir haben die Kopfhörer, wir haben einen USB normal auf USB Type-C Port und wir haben unseren Supercharger mit einem normalen USB Port und einem Output von 6 Volt 4,5 Ampere. Wer das mal eben im Kopf überschlagen möchte, müssten 25 Watt Pi mal Daumen sein. So, dann haben wir auf der anderen Seite noch Slot, achso, das SIM-Kartentool, eine Hülle. Es gibt wieder ein Case, da haben wir unser SIM-Kartentool und was war denn das dritte? SIM-Kartentool, Handbuch und ein Adapter. Soll das ein Adapter sein? Da sehe ich jetzt gerade nichts. Hier ist nur die Hülle drin. Was das dritte Zeichen sein soll, kann ich gerade nicht. Ach, das Handbuch. Genau, das ist es mal wieder. In den Pressedingern sind keine Handbücher dabei. Vielleicht haben die noch nicht auf Deutsch gedruckt, denn Verkaufsstart in Deutschland soll auch erst im November sein. So, Folie ist noch auf dem Gerät. Die ziehen wir natürlich einmal ruckzuck ab. Und das versteht man hier unter Mocha Brown. Ja, ich würde mal sagen, geht eher auch in die Richtung so vielleicht so ein bisschen kupfersilbrig hier und da. Vielleicht so ein Hauch rosa noch mit rein. Sieht man die Farbe auch von vorne? Ja, sieht man. Und es ist halt randloser geworden, links und rechts und oben und unten schmaler. Trotzdem ist es noch so breit, dass das Huawei-Logo natürlich noch ins Bild passt oder am Bild vorbei. Und wir haben einen neuen Zollfaktor oder Formfaktor. Nicht mehr 16:9 wie bei den Vorgängern, sondern jetzt 18:9, wie wir das auch von anderen Herstellern inzwischen kennen. Vorderkamera 8 Megapixel und ihr seht es, Fingerabdrucksensor auf der Rückseite und vor allem richtig schön unter den beiden Dual-Kameras, sodass man da bequem drankommt. Leichter Seitenhieb Richtung Samsung. Ansonsten, Infrarotport ist oben, Mikrofon auch, die Antennenstreifen. Die Rückseite ist inzwischen aus Glas und nein, es gibt kein drahtloses Laden. Lass mal ganz kurz gucken, ob ich an die Tasten komme. Mit der rechten Hand an und aus ja, leiser ja, lauter nein. Als Linkshänder genau das gleiche Spielchen. Auf der linken Seite befindet sich unser SIM-Kartenslot. Das dürfte hier Dual-SIM sein. Und das Mate 10 Pro gibt es leider nicht mit Micro-SD-Karte. Ich weiß, da werden viele schreien. Dafür hat das Gerät dann 128 GB Speicher eingebaut. Und noch eine zweite Sache, auf die ihr verzichten müsst. Wir haben hier nirgendwo einen Kopfhöreranschluss. Oh, und da fällt mir was ein. Dem Gerät sollte doch ein Dongle dabei liegen von USB Type-C auf Lightning. Oh, da hinten hört ihr gerade den Franz, den Swaggy Max Wax-Tap, der mir gerade zuruft, das ist in der Tüte, das ist in der Tüte. Da habe ich nämlich gerade nicht aufgepasst. Dann guckt mal hier, die ganze Box, die war eben bei der Ausgabe in dieser schicken Huawei-Tüte drin. Und anscheinend habe ich da was übersehen. Neben dem Hinweis, dass das, die wir immer dabei haben, ne, dieses Gerät ist nicht für den Verkauf bestimmt und hier Software und sonst was, da kann sich noch etwas tun. Und da haben wir dann auch unseren Adapter. Und der ist Pi mal Daumen genauso groß, klein
wie der Lightning auf Klinke Adapter von Apple, nur dass wir halt hier USB Type-C auf Klinke haben. Das ist also zumindest so ein schwacher Trost. Ich glaube, ich kann dir auf den Klinkenanschluss eher verzichten als auf den Kopfhörer, auf den Kopfhöreranschluss eher verzichten als auf MicroSD. Das ist was mir wirklich, wirklich fehlt. Ansonsten Lautsprecher unten, wir haben wieder Stereo-Lautsprecher, Speicher soll UFS 2.1er sein und Übertragungsgeschwindigkeit vom USB Type-C-Port ist USB 3.1. Das dürfte auch wieder viele freuen. Das ist der erste Eindruck und das ist jetzt mal so ein wirklich ein Ding, was vernünftig vom Band gelaufen ist, wie ich finde. Schön. Also ganz ehrlich, ich kenne genügend Leute, die gesagt haben, Mate 9, ja, die Akkulaufzeit, die würde mich antören. Apropos Akkulaufzeit, hier haben wir auch wieder 4000 mAh Akkulaufzeit drin verbaut oder Kapazität verbaut. Dazu haben wir dann das 6 Zoll OLED-Display und vielleicht kriege ich ihn eingefangen. Nee, Franz ist im Spiegelung unsichtbar. Nein, da ist er doch. Auf jeden Fall 6 Zoll OLED-Display, 4000 mAh Akku und der stromsparendere Kirin 970. Das sollte in Summe für eine richtig geniale Akkulaufzeit reichen. Huawei gibt selber die Akkulaufzeit mit 30 oder mit bis zu 30% länger an als beim Mate 9. Und das ist was, darauf freue ich mich sehr. So, auf jeden Fall der erste Eindruck fühlt sich sehr nett an. Es ist deutlich filigraner und schlanker geworden. Beim Mate 9 kenne ich so viele Leute, die sagen, tolle Akkulaufzeit, aber das Gerät ist mir einfach zu groß, zu klobig. Das hier ist wirklich, als ob ich nicht das Mate 9 mehr in der Hand hätte, sondern Mate S. Klar, wenn ich hier das Ding mit dem Mate S vergleiche, dann wirkt das hier auf einmal klobig dagegen. Aber das ist hier eine erstaunliche Wandlung, die Huawei hingelegt hat, um das Gerät mit gleicher Kapazität und ähnlich großem Display nur schlanker zu machen. Natürlich verzichten wir darauf auf MicroSD und den Kopfhörereingang. Schnüff. Ach ja, und ein letztes noch. IP67 zertifiziert ist nur das Mate 10 Pro. Das normale Mate hat nur IP53. Das soll es jetzt aber erstmal gewesen sein vom ersten Eindruck. Ich habe eben geschrien, als ich gesagt wurde, ich bekomme die Farbe Mocha Brown. Aber ich muss sagen, kann man sich dran gewöhnen. Wirkt gerade auch draußen hier in dem Licht. Es geht wirklich eher in die Richtung Kupfer, Rosa, Silbern. Irgend so eine Kombination. Also doch, doch, doch. Warum eigentlich nicht? Das soll es jetzt aber erstmal gewesen sein. Ich freue mich auf den weiteren Tag und natürlich weiter mit dem Gerät rumzuspielen. Und das Schöne ist, ihr seht es gerade, die Fingerabdrücke. Bei der blauen und bei der Grey-Version sieht man wahrscheinlich noch mehr die Fingerabdrücke als bei dieser helleren Farbe. So, das war es jetzt aber wirklich. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!